So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Ich habe mich jetzt doch entschieden und zwar fahren wir jetzt doch mal mit dem Rennen. Aber erstmal nur eins und schauen, wie man in dem Rennen so abschneiden. Das würde mich schon mal recht interessieren. Ja, das Rennen, das kennen wir ja. Ach, Escape liegt mir da nicht. Eingabe, okay. Weil so an sich ist die Karte ja gerade richtig nice gefahren. Ihr habt es gesehen, gerade beziehungsweise gestern. Für mich war das gerade eben. Der hört sich auch gut an. Natürlich trifft ich wieder in den rein. Alle driften vorbei. Flashy trifft rein. Driftet rein. Venture Danger, gell, Leute? Mich würde halt echt mal interessieren, ob das diese Black Series von AMG ist. Aber ich glaube schon. Wenn ich mich irre, tut mich bitte korrigieren. Mit Mercedes kenne ich mich halt auch absolut null und nullinger aus. Aber so, ich weiß nur, das Auto fährt sich richtig gut. Und das ist alles, was ich wissen muss. Okay, jetzt sind wir immerhin schon mal wieder Dritter. Ist ja doch schon mal ein Anfang. Hey, das war eine neue Radarkamera, oder? Ja. Okay, cool. Und da, acht. Also mit dem Auto kannst du die Gegner ja wegschieben, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Da. Ganz ruhig, ja, geht doch. Aber ich glaube, das ist von denen auch so gedacht, dass man für die Most Wanted Rennen immer das Auto vom Vorgänger nimmt und das voll getuned. Das könnte ich mir zumindest logisch erklären. Weil warum sollten sie das nicht machen, wenn sie die Autos eh... Dann hätten sie die Autos mal nicht gleich freigeben können, einfach so. Ohne dass irgendjemand was dafür machen muss. Und die Autos, das sind ja diese, die man nicht bekommt. Und da haben wir jetzt auch für Wechselstellen gleich 3 Stück. Also da ist nicht so, dass wir das Auto erst sozusagen finden müssen. Sondern es ist ja gleich freigeschaltet und das auf allen 3 Wechselplätzen. Das hätten sie ja auch so machen können zum Beispiel, dass man alle 3 Wechselstellen, also dass man noch 2 Wechselstellen finden muss. Aber haben sie ja nicht. Ja, zum ersten gewonnen. Das Auto fährt schon gut. Kann man echt nichts dagegen sagen. Tja. Druck rechts anwenden, okay. Na, das ist praktisch. Na doch, ich würde sagen, wir machen jetzt halt heute in der Folge, fahren mal alle Rennen mit dem Gravity. Na klasse. Tempojagd. 209 km/h. Fuck, fuck, fuck. Ah, dieses Rennen. Wir haben es ja geschafft noch, aber wie? Das ist halt jetzt das. Mit einem vollgetunten Essen, Martin. Eigentlich sollten wir das schaffen. Eigentlich. Okay, erster Meilenstein ist erledigt. Klasse. So wird es bestimmt was, ja. Okay. Jetzt fährt das Auto sich nicht mehr so, wie es soll. Wir fahren hier alles im Roten rum, okay. Pure Konzentration ist wieder angesagt. Bei meinem Lieblingsrennen.
Bleib auf der Straße, bleib auf der Straße. Boah, da haben wir uns ja noch mit dem Aston Martin besser angestellt beim ersten Mal. 190 im Ziel. Gerade mal Dritter. Oh Mann. Na schade. Okay, dann bleiben wir doch bei unserem A8 und fahren doch das nächste Most Wanted Rennen. Wagen Audi A8 zum Wagen springen. Und dann Most Wanted Race. Oder sind die Modis noch drinnen? Jupp. Most Wanted Wagen 7. Was fährt denn der? Lexus LFA. Oh Gott, 6 Kilometer. Brauchst mir gar keine Lichthube geben mit dem A3. Gehen wir gleich mal auf die richtige. Okay, der geht doch um einiges besser als der Mercedes. Gut, ist ein Audi. Der driftet halt aber nicht. Aber gut, warum sollten wir driften? Driften ist langsam. Ups. Driften ist langsam, aber schön. Ist wie wenn man eine Freundin hat, da braucht man auch nicht mehr schön sein, dann kannst du auch dick und hässlich werden. Weil da hast du ja schon einen. Scheibenkleister, Scheißdreck. Immer mal gekonnt, ja, war's. Vom Ping-Pong-Spiel, ding, 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 von Wand zu Wand. Beinahe und, ja, komm, geh mir nicht auf die Nerven. Hoffentlich wird es mit den Einblendungen wieder rausgenommen, weil die mir echt viel zu groß sind und immer einfach viel zu zentral im Bild hängen. Also beim nächsten Teil meine ich jetzt halt. War. Okay, starten wir das nächste Most Wanted. Gegen ein Lexus LFA. Ein bisschen gegen den Lexus LFA. Fährt das Auto alleine oder hat es keinen Fahrer? Das finde ich echt so schade. Aber okay. Geile Karre, würde ich mal sagen. Aber den haben wir ja schon mal gesehen. Ups. So ein heftiger Crash. Und jetzt kommt der schon wieder. Der hat mich aber gar noch nicht gefragt eigentlich, ob er so schnell fahren darf. Und das Rennen geht ja jetzt, sind es noch 8 Kilometer gleich. Und das jetzt halt nach so einer. Ich kann hier nicht driften mit dem Auto. Da passiert dann sowas. Takedown schon wieder. Also so können wir das auf jeden Fall schaffen. Selbst hier driftet das Auto nicht wirklich. Schade. So, hoffentlich sind meine Reifen jetzt noch ganz, weil ich wäre voll durchgerauscht. Das war's mir wert. Ey, die Kommentatoren, die sind immer noch die gleichen. Boah. Ich bin so unsicher mit Tastatur, ihr merkt's wahrscheinlich. Hier kann ich auch nicht so locker, flockig irgendwas erzählen und so. Wenn ich mich einfach viel mehr konzentriere,
oder auch konzentrieren muss, im Gegensatz zu im Gegensatz zu mit Controller spielen, ja. Ich hab's ja im letzten Part schon gesagt, dass der Controller irgendwie nicht mehr so will. Also der Controller an sich ist gut, aber irgendwie, glaube ich, spinne mein Kabel dazu. Okay. Okay, also ich würde sagen, das ist unser Sieg. Also ich habe keine Ahnung, wo wir lang fahren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Verdiene mit einem Takedown den Wagen des Most Wanted Rivalen. Na, da ist er, der Lexus LFA. Crashe ihn für seinen Wagen, ja, dann versuchen wir unser Glück mal. Die haben aber auch immer einen verdammt großen Vorsprung. Der fährt weiter und fährt mir den Weg frei. Was fährt der freiwillig mit seiner Karre hier lang? Da musste ich schon fragen. Ach, Niederlage, ich habe schon gedacht. Ja, jetzt haben wir den auch. Sonst müssen wir erstmal die Cops wieder loswerden. Was aber an sich ein leichtes sein sollte. Ups. Ich hab's gedacht, ich kann jetzt ganz locker hochfahren. Aber nee, dem war nicht so. Aber entkommen sind wir. Heftiger Unfall des Verdächtigen. Wagen. Lexus. Dann springen wir auch mal zu dem und schauen wir mal, wie der fährt. Jetzt lade bitte, lade bitte. Ich dachte, das ist der mit dem geilen Auspuff. Ja, der fährt sich auch nicht schlecht. Dann fahren wir halt mal Downtown Run. Ich würde sagen, immer so das leichte Rennen. Ach, das ist eine Tempojagd auch noch. Ach so, shit. Das leichte Rennen können wir immer fahren, habe ich jetzt eigentlich gedacht. Aber wenn das natürlich immer Tempojagd ist, dann nicht, nee. Ach, das Rennen ist... gut, kenne ich auch noch. Boah, ist das langsam, das Auto. Fährt ein Spoiler hinten drauf und dann geht gar nichts. Schauen wir mal, ob der wenigstens Schwing driftet. Naja. Naja, sag ich jetzt mal. Du musst auf jeden Fall in jeder Kurve Vollgas wegnehmen. Weil er irgendwie nicht vorwärts kommt. Sonst. Also er rutscht dann irgendwie aus den Kurven und so raus. Und das finde ich jetzt halt persönlich nicht cool. Ich weiß gar nicht, wie unser Kontrahent da so gut fahren konnte. Also das Auto, wie das da so gut fahren konnte. Da sitzt ja keiner drin angeblich. Nee, nee, nee. Also er fährt schon schnell. Das sehen wir ja, aber trotzdem. Oh, 207, ja gut, Silber, immerhin. Immerhin. Spielt Downtown Run.
Mit Lexus LFA. Ach ne, jetzt sind ja Cops hinter uns her. Oder irre ich mich da? Und jetzt sind wir entkommen. Perfekt. Ja, gut. Wir haben Geländereifen. Super, aber wir bleiben beim R8. Und schauen wir mal, was ist unser nächster Gegner? Was ist unser nächster Gegner? Das ist der Ladebalken, unser nächster Gegner. Den müssen wir erstmal überwinden. Danach kommt nächste Most Wanted Gegner. Eventuell. Most Wanted Wagen. Part 6. McLaren. Boah, den müssen wir dann aber unbedingt fahren. Der hat schon voll das geile Handling. Da ist übrigens ein neuer R8 V10 Plus rausgekommen, heißt der. Ist leichter und stärker geworden als der normale R8. Und wie das sich im Vergleich zu dem GT verhält, ist ja wohl eindeutig, ist ja wohl logisch. GT steht ja normalerweise vor Gran Turismo. Das gibt's ja zum Beispiel auch vom BMW 5er GT. Ist ja so ein hoher, so eine Art, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ups. So eine Mischung aus X5 und normalen 5er, bloß wegen nach oben gezogen. Aber so ist es ja beim A8 nicht, der ist ja nur einfach stärker und geiler geworden. Aber gut, das ist halt dann doch wieder... Ach meine Güte! Meine Güte, ja, ich fahre wie der letzte Depp. Komisch, dass es in den Rändern immer klappt, ja, gut, da rede ich auch nicht so viel wie hier. Aber gut, solange ich noch reden kann, muss ich das noch machen. Boah. Im letzten Moment noch Handbremse gezogen. Ach, das ist ein Rennen. Ich dachte, was ist denn das jetzt da? What's that? Wir können ja alle Rennen nochmal fahren für 500 Speedpoints oder so, glaube ich. Aber das wäre ja irgendwie einfach nur schwachsinnig. Und relativ unnötig. Sag mal, sind wir jetzt noch nicht langsam da? Ach, da hinten ist es. Wo hier alles zusammenrumpeln. Leck mich doch am Arsch! Na super, und wieder umdrehen. Oh, unser Auswurfrohr ist leicht frei. Freigelegen jetzt. So, mir ist aufgefallen, den letzten Part, den habe ich ja ungefähr extrem früh beendet. Deswegen werden wir dessen Most Wanted Rennen jetzt halt hier noch machen, in dem Part. Besiege den McLaren MP412C. Eines der weltweit geilsten Autos, finde ich. Bäm, was ist das denn? So eine für eine unendlich geile Karre. Das ist ja der Hammer, ist das. Okay, wenn ich gescheit bremse, dann rutscht das Auto sogar echt. Ich konnte es mir zwar fast echt nicht vorstellen, aber... Oh, oh, Glück gehabt. Glück gehabt, echt nur Glück gehabt. Ah ne, Können war das. Glück brauchen nur die Dummen. Und jetzt crash ich an der Wand und er fährt natürlich 100% voll durch. Und ich, ja, ich schau mir lieber noch an, wie ich gecrashed bin. Nee, ich würde das eigentlich ganz gern mal hinterherfahren.
Wow. Shit, der fährt mir voll da vorne. Verdächtiger verlässt Straße. Jetzt haben wir ihn wieder, jetzt haben wir ihn wieder. Das war mal eine heftige Kurve. So, Nitro. Ein bisschen zumindest. Ist doch logisch, dass wir dann da oben lang fahren. Boah. Aber da kommt schon wieder das Lied, wegen dem ich einen Copyright-Treffer kassiert habe. Und zwar das aus dem Intro. Ganz genau! Oh Gott, der übertreibt halt! Und das ist ja echt lächerlich, was ihr hier abzieht. Das ist beim besten Willen, ey. Aber auf dem Wasser da. Okay, jetzt kommt er wieder von hinten. Nein! Ach Gott im Himmel! Was war das denn? Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, das ist ja echt behindert. Das ist jetzt richtig bitter. Ja. Wollt ihr mich jetzt wirklich ernsthaft noch aufregen, ihr Spastis? Letztes Event wiederholen. Was? Oh! Ganz ruhig. Diese bescheuerten Leute. Ohne Witz. Ja, ich weiß, wie mein Auto ausschaut, Freunde. Letztes Event wiederholen. Ja. Ich bitte drum. Wahnsinn ist das. Also nochmal anschauen, brauchen wir es uns hier echt nicht. Ey, da verzieht er uns auf die letzten paar Meter. Na. Okay, passt. Da sind wir jetzt schon mal gut durchgekommen. Da hatte ich ja auch schon wieder. Oh Mann! Warum passiert es mir immer wieder, dass ich in so blöde Autos reinfahre? Das ist halt ja auch irgendwo kein Zufall, dass die an diesen Stellen kommen, das ist ja klar. Na gut, dann bin ich immer jetzt mal hier nicht reingefahren. Ne? Gibt es eigentlich Rennreifen, eine Reparaturset oder so? Das wäre halt auch mal was Feines. Weil dann würde ich das auch reinmachen, aber so ist es halt immer kritisch mit diesen Nagelbändern, das stimmt schon. Aber auf normaler Straße mit den Dingen kommst du ja naja nicht vorwärts. Kannst du ja gleich Geländereifen oder so drauf sparen oder Serie. Ja, obwohl Serie bei der Karte wahrscheinlich noch besser ist als Geländereifen. Oh. Puh. Nein, dann weg von der Wand, weg von der Wand. So. Natürlich. So. Ja, er hat einen Unfall gebaut, und das ist dann, jetzt ist der Sieg für uns. Oh, Gott sei Dank, ey, Gott sei Dank. Okay. Erfüllt, und die Karte, die brauchen wir jetzt unbedingt. Ergebnis. Most Wanted, besiegt. Crash ihn für seinen Wagen, ja. Always the shame, the same shit. Hehehe.
Das war jetzt mal cool gemacht. Das war jetzt einwandfrei. Das gefällt mir. Da ist unser neues Autochen. Unser neues Autochen. Und zwar hier, McLaren. Zum Wagenspringen, ja. Und ich würde sagen, im nächsten Part fahren wir dann da mal auch ein Rennen. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf vielleicht sogar. Wir wissen es noch nicht. Einfach mal gucken. Jetzt danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Ich wünsche euch immer einen schönen Tag. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.